Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Und das Thema dieses Sonntags ist der jüngste Tag. Wann dieser eintritt, das wissen wir nicht. Und darum heißt es, jeden Tag bereit zu sein und wachsam zu sein. Und genau davon wollen wir heute noch mehr hören. Und der Herr segne den Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Lasst uns vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, vor dem unser Leben und unsere Herzen offenbar sind, unsere Sünden bekennen und ihn im Namen unseres Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Vergib uns um seinetwillen alle unsere Sünden. Sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe und erhalte. Bewege uns durch dein Wort zu wahrem Gehorsam und lass uns das ewige Leben aus deiner Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben. Um seinetwillen hat er uns verziehen. Allen, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. Wie du die Becher wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen. Und streuen ihren Samen. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Gott, Christus, erbarme dich. Herre Gott, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe, er ist und heißt der Höchste allein. Sein Zorn auf Erden hab ein End. Sein Fried und Gnad sich zu uns wend. Den Menschen das gefalle wohl. Dafür man herzlich danken soll. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, zeige dich in deiner Macht und komm. Lass auch aus Gnade geschehen, was du deiner Kirche verheißen hast bis zum Ende der Welt. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hört die Epistel vom Ewigkeitssonntag, wie sie geschrieben steht im 1. Thessalonischer Brief im 5. Kapitel. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer baue den anderen auf, wie ihr auch tut. Halleluja! Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Halleluja! Halleluja! Thank you.
Hört auch ein Evangelium für diesen Sonntag. Es steht geschrieben bei Lukas im 12. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Dann, das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Gelobt seist du, Herr Jesus. Ob sei dir, o Christus. Lasst uns Gott preisen mit dem Lobopfer unserer Lippen und mit dem Bekenntnis unseres heiligen christlichen Glaubens. Wir wollen das an diesem Sonntag tun mit den Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses, wie Sie es in Ihren Bankreihen oder im Gottesdienstablauf finden. Ich glaube an einen einigen, allmächtigen Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Alles, das sichtbar und unsichtbar ist. Und an einen einigen Herrn, Jesus Christus, Gottes einigen Sohn, der vom Vater geboren ist vor der ganzen Welt. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott. Geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel kommen ist und leibhaftig worden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch worden, auch für uns gekreuzigt, unter Pontius Pilatus, gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und ist aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten. Des Reich kein Ende haben wird. Und an den Herrn, den Heiligen Geist, der da lebendig macht, der vom Vater und dem Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehret wird, der durch die Propheten geredet hat und eine einige heilige, christliche, apostolische Kirche. Ich bekenne eine einige Taufe zur Vergebung der Sünden und warte auf die Auferstehung der Toten und ein Leben der zukünftigen Welt. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, das Evangelium des Ewigkeitssonntags aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, nach Gottes Willen hat alles auf dieser Erde seine Zeit. Alles hat einen Anfang und irgendwann ein Ende, nach Gottes Willen. Und so bekennt es ja auch Mose in dem einzigen Psalm, der uns von ihm überliefert ist: Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Der heutige Sonntag aber, der trägt den Namen Ewigkeitssonntag. Das heißt, er richtet unseren Blick auf die Ewigkeit. Hand aufs Herz, kannst du dir unter dem Begriff Ewigkeit etwas vorstellen? Es ist schwer für uns, sich die Ewigkeit vorstellen zu können. Wir sind es gewohnt, an Zeiten zu denken. Wir sind gewohnt an den Ablauf der Dinge, die beginnen und ein Ende haben. Aber Ewigkeit? Das können wir nicht erklären. Da reicht unser Verstand nicht aus. Und doch werden alle Menschen einmal die Ewigkeit an einem der beiden möglichen Plätze verbringen. Davon zeugt die Heilige Schrift ganz klar und deutlich. Entweder wir verbringen die Ewigkeit mit und bei Gott oder aber fern von ihm, in Qual und Leid. Die Frage ist nun bloß: Wo verbringt der Mensch die Ewigkeit? Und woran entscheidet sich das? Nun, vergangenen Sonntag hörten wir von dem Gericht. Bei dem Gericht, das Jesus am Ende der Zeit hält, da hört jeder Mensch sein Urteil. Das ist aber kein Willkürakt, in dem Gott sagt: Du kommst in den Himmel und du nicht. Nein, der Urteilsspruch entscheidet sich schon hier und heute in unserem Leben. Es hängt also unmittelbar mit dem hier und heute zusammen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Eben bei oder fern von Gott. Mancher meint vielleicht: Ja, das weiß ich doch und deshalb bin ich ja auch in der Kirche. Deshalb nenne ich mich Christ. Es ist gut, wenn du zur Kirche gehörst. Es ist gut, wenn du Christ bist. Aber reicht es schon, in einer Kartei zu stehen oder
sich den Namen Christ zu geben? Der Herr Jesus, der lenkt unseren Blick heute genau mit seinem Gleichnis genau auf diesen Tag, an dem er wiederkommt. Und er zeigt uns sehr deutlich an dem Bild von den 10 Jungfrauen, wie wichtig es ist, wachsam zu sein als Christen. Es geht nicht bloß um einen guten Anfang, sondern vor allem um ein sehr gutes Ende. Und deshalb wollen wir heute hören von der Wachsamkeit der Christen. Und wir hören, worin sie besteht, wie wichtig sie ist oder wie nötig und welchen herrlichen Gnadenlohn sie erwartet. Worin besteht nun die Wachsamkeit für uns Christen? Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist vielen sehr bekannt. Es ist sehr eindrücklich. Und wir hören es ja auch jedes Jahr am Ewigkeitssonntag wieder. In ihm bildet der Herr Christus die sichtbare Kirche ab. Und er zeigt mit diesem Gleichnis, innerhalb dieser sichtbaren Kirche, da gibt es Kluge und Törichte. Da gibt es solche, die wirklich von Herzen auf Christus vertrauen und solche, die zwar das Etikett Christen tragen, aber bei weitem nach Gottes Urteil keine Christen sind. Sie sind eher Heuchler. Nach außen hin sieht man das nicht. Da scheinen alle auf demselben Weg zu sein. So wie damals die 10 Jungfrauen. Sie waren alle ausgezogen nach jüdischer Sitte, um den Bräutigam zum Hochzeitsfest dann zu begleiten. Sie kamen alle und wollten dabei sein. Und doch sehen wir an dem Gleichnis, dass sie sich unterschieden. Der Herr Jesus redet von klugen und von törichten Jungfrauen. Die Verständigen, die erwiesen sich dadurch als klug, dass sie nicht bloß kurzfristig dachten. Sie nahmen nicht nur ihre Lampen frisch gefüllt mit Öl mit, sondern sie nahmen noch einen extra Behälter mit zusätzlichem Öl mit. Sie wussten ja nicht, wann der Bräutigam kommt. Das konnte sich ja durchaus noch eine Weile hinziehen. Und da war es wichtig, bereit zu sein, egal wann er kommt. Die Unklugen oder Törichten, die füllten zwar auch ihre Lampen mit Öl, aber dabei ließen sie es. Und dann gingen sie mit hin und warteten auf den Herrn. Was heißt das nun übertragen auf die sichtbare Kirche? Sowohl Kluge als auch Törichte sind scheinbar wirklich auf dem gleichen Weg. Sie halten sich erkennbar zur Kirche. Doch wenn wir genauer hinsehen, finden wir 4 Kennzeichen, die unser Herr benutzt, um uns die rechten Gläubigen zu beschreiben. Der wahrhaft Gläubige lässt die Lampe seines Bekenntnisses zu Christus leuchten, und zwar in Wort und Tat. Er prüft täglich sein Leben an der Heiligen Schrift. Bin ich noch auf Kurs? Bin ich noch auf dem Weg, der zielführend ist, oder habe ich ihn vielleicht durch meine Sünden verlassen? Er lässt sich gerne seine Sünden vergeben. Er möchte auf jeden Fall nicht mutwillig sündigen, sondern prüft seine Entscheidungen, bevor er sie fällt, auch mit den Augen Gottes, indem er im Gebet um seinen Rat bittet und indem er in der Schrift forscht, ob es denn so rum oder so rum richtig ist. Vor allem aber hat er das Öl des Glaubens in seinem Herzen und kümmert sich darum, dass immer genügend Öl darin ist. Er kümmert sich um Nachschub aus Gottes Wort und dem Sakrament. Die klugen Christen sind demnach diejenigen, die durch Gottes Gnade im rechten und lebendigen Glauben stehen. Sie vertrauen zuversichtlich allein auf Jesus Christus in all ihrer Not. Sie wissen, dass sie nur durch ihn gerecht vor Gott erscheinen und deshalb auch ganz gewiss mit am Hochzeitsfest im Himmel teilnehmen werden. In der sichtbaren Kirche gibt es aber neben diesen Klugen auch die Törichten. Wir Menschen können sie nicht sofort erkennen, vielleicht nie. Wir können ja dem anderen nicht ins Herz sehen.
Und darum können wir hier nicht sagen, der ist ein Heuchler und der nicht. Es sieht so aus, als würden auch die Heuchler ja wirklich Christen sein. Möglicherweise bringen sie sich auch wirklich in der Gemeinde ein. Sie dienen in der Gemeinde. Sie arbeiten mit, sie helfen. Aber es fehlt das Entscheidende, das Öl des Glaubens. Ihr Handeln fließt nicht aus dem Glauben heraus, sondern ist anders begründet. Der eine, der sucht eben nicht zuerst Gottes Ehre, sondern er möchte vielleicht selbst anerkannt sein oder berühmt sein. Oder aber er tut es nicht aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott, sondern weil es andere von ihm erwarten oder verlangen. Letztlich gleichen alle, die ihr Vertrauen nicht auf Christus setzen, denen, die irgendwie doch auf eigene Weise vor Gott recht sein wollen. Und das ist die große Torheit in Gottes Augen, dass Menschen sich nicht alleine auf Jesus Christus verlassen, sondern auch auf ihre eigene Frömmigkeit vielleicht, auf ihr eigenes Tun. Das ist die Torheit, von der Christus spricht. Und die Toren erkennen sie möglicherweise selbst nicht. So ahnen ja auch die fünf törichten Jungfrauen nichts von ihrer Torheit. Sie meinten ja auch, bereit zu sein. Sie hatten ja die Öllampe da. Sie dachten, bereit und geschmückt zu sein für den Bräutigam. So gibt es auch manche, die sich für Christen halten, womöglich sogar für Ernsthafte, aber ihnen fehlt der Glaube im Herzen, er ist eben nur im Kopf. Dabei bringt erst der Glaube im Herzen den äußeren Schmuck so richtig zum Glänzen vor dem himmlischen Vater. Darum wollen wir uns jeden Tag neu prüfen, ob wir noch diesen rechten Glauben im Herzen haben. Wir wollen uns prüfen, weil wir wissen, wie wichtig es ist, wachsam zu sein, damit wir nicht verloren gehen. Hören wir darum von der Notwendigkeit, wachsam zu sein. Wenn wir von einer Gefahr wissen, dann versuchen wir, sehr bedacht zu handeln und möglichst nicht in Gefahr zu geraten. Wohl keiner von uns würde bei der stark befahrenen Autobahn A72 auf die Idee kommen, ach, ich gehe jetzt einfach mal hier quer rüber. Oder gar bei starkem Verkehr auf die Idee zu kommen, ach, ich bin jetzt verkehrt in der Richtung, ich wende hier mal. Wir alle wissen, das könnte tödlich sein für uns und vor allen Dingen auch für andere Verkehrsteilnehmer. Und deshalb würden wir das nicht tun. Oder um ein ganz aktuelles Beispiel zu bringen, wohl keiner von uns würde ungeschützt ohne Vollmontur und Nasenschutz und Mundschutz auf die Covid-Station im Krankenhaus gehen. Zu groß ist das Risiko, sich an Covid-19 zu infizieren. Dagegen können wir wunderbar liebe Leute besuchen, Verwandte, Bekannte, von denen wir wissen, sie sind virenfrei. Also, wenn wir von einer Gefahr wissen, werden wir vorsichtig. Nun sagt der Herr Christus in unserem Predigtext, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Das gilt also alle Zeit, jeden Tag wachsam oder bereit zu sein für das Wiederkommen unseres Heilandes. Heute mögen ja unsere Lampen noch brennen, aber wie gesagt, es ist nicht entscheidend, dass sie nur heute brennen, sondern sie müssen vor allem brennen an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Sie müssen leuchten, wenn er uns aus dieser Zeit in die Ewigkeit abruft. Wir wissen ja nicht, wann unser Bräutigam kommt. Wir wissen auch nicht die Stunde unseres Todes. An den Zeichen der Zeit mögen wir ablesen, es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Herr kommt. Aber wer weiß das schon? Wir können uns da mächtig irren. Wir wissen weder Tag noch Stunde, in der der Herr kommt. Und darum heißt es, jeden Tag bereit zu sein, sich jeden Tag darum zu kümmern, dass das Öl des Glaubens nicht ausgeht. Jeden Tag darum zu kümmern, dass es
nachgegossen wird, indem wir eben wirklich in der Heiligen Schrift lesen, Andacht halten und wenn geladen wird, an den Tisch des Herrn auch zum Abendmahl zu gehen. Wir stehen letztlich in der gleichen Gefahr, in der die Jungfrauen miteinander alle standen. Und von allen lesen wir, als wenn der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Hören wir das? Nicht nur die Törichten wurden schläfrig und schliefen ein, sondern auch die Klugen. Auch wir Christen stehen in der Gefahr, schläfrig und müde zu werden, im Alltagstrott des Christenlebens dahin zu gehen. Ohne wirklich drüber nachzudenken, ohne sich Zeit zu nehmen, ohne sich wachrütteln zu lassen. Das kennen wir doch aus dem Alltag. Wenn wir lange angestrengt arbeiten müssen, dann überkommt uns irgendwann die Müdigkeit. Dann werden die Augenlider schwer und dann zieht's die Augen zu. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben als Christen. Auch da können wir schläfrig werden, vor allem, weil der Herr seine Wiederkunft schon so lange verzieht. Weil wir schon so lange davon hören und doch nichts sehen davon. Dann können wir meinen, ach, noch weit hin. Dann können wir schläfrig und unachtsam werden. Ihr Lieben, rechnen wir doch lieber jeden Tag damit, dass es der letzte sein könnte, an dem der Herr kommt, um uns heimzuholen und um mit dieser Erde Schluss zu machen. Der Herr Christus ruft uns jedenfalls zu. Wach auf, sei wachsam. Es geht darum, jeden Tag das Öl des Herzens im Glauben zu haben. Und vor allem dann, wenn der Herr kommt. Es soll uns doch nicht so gehen wie den 5 törichten Jungfrauen. Plötzlich, als der Ruf erscholl, er kommt. Da standen sie alle auf, machten ihre Lampen fertig und da stellten sie fest, ups, das Öl ist aus. Und dann fragten sie die Klugen, gebt uns doch was von eurem Öl. Aber die Klugen wussten auch, das geht nicht. Was der Herr Christus damit sagt, ist, es kann keiner für den anderen glauben. Vielleicht kennen wir das ja, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und von unserem Glauben erzählen oder sie auf Christus hinweisen, dann heißt es ganz schnell, ja, meine Oma, die hat auch immer gebetet. Mein Opa, der war auch in der Kirche. Schön, aber das nützt dir nichts. Es nützt dir nichts, dass deine Eltern mal geglaubt haben. Es nützt dir auch nichts, dass du mal getauft wurdest und mal geglaubt hast. Es geht darum, wenn der Herr Christus kommt, zu glauben. Es geht darum, in der Stunde deines Todes zu glauben. Das ist entscheidend. Deshalb heißt es, wachsam zu sein. Keiner kann für den anderen glauben und keiner kann den anderen in den Himmel bringen. Er kann ihm helfen, indem er ihn immer wieder wachrüttelt und sagt, solange wie Gnadenzeit ist, nutzt die Chance, nutzt die Gelegenheit. Noch ist Gnadenzeit, noch lädt der Herr Christus ein. Aber dann, am Mitternacht der Welt, da gibt es keine Möglichkeit mehr, das Öl des Glaubens zu bekommen. Dann ist es zu spät. Jetzt geht uns Gott in seiner Liebe noch nach. Jetzt freut er sich über jeden, der umkehrt, der sich von ihm einladen lässt. Und schaut doch, was er für einen wunderbaren Gnadenlohn für euch bereithält. Christus redet im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den wahrhaft Gläubigen und denen, die eher Scheinchristen sind. Wer aber erkannt hat, dass er vor Gott nichts vorweisen kann, dass er auf seine Gnade und Barmherzigkeit angewiesen ist, dass er nicht aus eigenem Verdienst zur Hochzeit gehen kann, der freut sich doch darüber, dass der Christus sagt, hey, komm, komm wie du bist, ich gebe dir ein Hochzeitskleid, ich gebe dir eine wunderbare Feier, komm mit. Lass dich von mir beschenken. Und soll es doch gehen mit den klugen Jungfrauen. Und als die Törichten hingingen,
kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die Hochzeit, das ist wohl das schönste Fest, das Menschen feiern. Da gibt man sich ganz viel Mühe, das soll bei allen in bester Erinnerung sein. Jeder Gast, der da ist, der soll sich wohlfühlen, der soll an dem Tag mal alles vergessen, was ihn sonst belastet. Jeder, der auf einer Hochzeit ist und als Gast da ist, geladen ist oder als Braut oder Bräutigam, der freut sich an diesem Tag darüber. Da gibt es kein Leid, da gibt es keinen Schmerz, da ist nur Freude. Und deshalb passt dieses Bild so wunderbar zu dem, was der Herr Christus für dich und für mich bereithält in der Ewigkeit. Da wird Hochzeit gefeiert ohne Ende, Ewigkeit. Da gibt es kein Leid, da gibt es keine Schmerzen. Ja, vielmehr kommt da dein Bräutigam zu dir und wischt dir deine Tränen ab, so wie es der Christus in der Offenbarung uns ankündigt. Christus wird dort den Seinen selbst die Tränen abwischen und alles Leid vergelten, das sie in ihrem Leben tragen mussten. Wie wunderbar. Wie herrlich sind diese Aussichten. Ach, lass dich doch dadurch locken und reizen, darauf zu achten, wachsam zu bleiben. Wo du doch heute gehört hast, wie wichtig und wie nötig es ist und welch herrlichen Gnadenlohn der Herr für dich bereithält. Amen. Und der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du bist und bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Behüte deine Kirche, dass sie alle Anfechtungen und Ärgernisse der Welt überwindet, dein Wort und Sakrament bis ans Ende rein behält und in beständiger Hoffnung auf das Kommen deines lieben Sohnes wartet. Bereite uns durch die Leiden dieser Zeit vor, damit wir würdig werden, vor dir zu stehen und dich zu schauen von Angesicht zu Angesicht, mit allen Seligen und Erlösten und dem ganzen Himmelsheer werden wir dich dann für immer loben und preisen. Herr unser Gott, wir bitten dich, erwecke dir treue Diener und Jünger in allen Teilen der Bevölkerung. Lass die Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für viele zum Segen werden, indem sie sich zurückbesinnen auf das, was ewig hält und trägt. Nicht die Dinge dieser Welt, sondern dein Wort und Sakrament. Wirke du in uns allen rechten Hunger und Durst nach deinem heiligen Abendmahl. Gib Kraft und Gelingen zum täglichen Werk. Behüte alle, die für die Kranken und Angefochtenen da sind. Sei bei den Ärzten und Pflegekräften, bei den Verkäufern und bei denen, die zu unserem Schutz arbeiten, den Polizisten und Feuerwehrleuten. Segne du die Werke unserer Kirche an der Schule, dem Lutherischen Theologischen Seminar und der Concordia-Buchhandlung. Herr unser Gott, wir bitten dich für die ganze Christenheit, erneuere deine Kirche, heile, was krank ist, belebe, was tot ist. Segne unser Volk und alle, die uns regieren, schenke uns Geduld und Treue, hilf, dass wir uns als deine Kinder und als Zeugen deiner unvergänglichen Wahrheit bewähren. Hilf uns, dich mit Freude zu loben und deinen Namen allezeit zu bekennen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Thank you.
mitverwendet. Wir grüßen uns zum Schluss mit Gottes Wort für diese letzte Woche im Kirchenjahr aus Lukas 12, 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Der dreieinige Gott segne uns alle mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen behüteten Ewigkeitssonntag. Kommen Sie behütet nach Hause. Auf Wiedersehen.